Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Contrast. Und zu Beginn verrecken wir gleich. Mann! Irgendwie muss das doch klappen. Irgendwie springt die komisch. Schade, ich habe gedacht, es funktioniert. Moment, das muss doch. Nein, klappt nicht. Schade. Ah, dann rennen wir halt wieder den langen Weg. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Atmosphäre, so die Menschen irgendwie. Kaum Menschen, nur die Schatten sieht man. Irgendwie mal ein Mensch rumlaufen oder so, das wäre auch mal ganz gut. Also. Geht doch. It's too far. Can you help me, please? Hilf die, die über den Abgrund. Ah. So, da hast du. Hätten wir das nicht gehabt. Thank goodness, it was such a big jump. So. Caution. Okay. Ah. Wow. So, kurz warten. Wow. Oh, was ist denn mit dem scheiß Handy los? Ich mach das mal auf lautlos. Scheiß Ding. So. Ah. So, hopp. So, nochmal warten. Dankeschön. Ach du. Ich glaube, ich habe. Der erste muss, glaube ich, zu. Ja. Den hier zuerst. Alter, das Tickern macht einen verrückt. Nein! Komm schon, ich will die scheiß Leuchtkugel. Was? Ich glaube, da muss ich... Fuck, schnell sein. Ah! Ach nee. So.
Fuck. Das ist ja schwer. Ich will ja jetzt unbedingt hoch. Jetzt werde ich ungeduldig. Also. Next one. So, da war noch was. Ein Zettel. Wegen eines Betriebswechsels haben wir momentan geschlossen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ich habe kein Verständnis. Ich will den Film sehen. Was gibt's denn heute? Giancarlo di Tyler Dance. Diala Dance. La Demoiselle de Les Sepons. Adriana Agathe Dance. Un Cousins Coupable. Steht dasselbe? Steht nochmal dasselbe. Das war Französisch. Oh, it's locked. Oh, wait. Didn't get to just... I told you I was good at fixing things. Unartiges Mädchen. Tut Schlösser knacken. Unglaublich. Hey, geht's nach runter? Nach unten. Nach runter. Bin ich auf Droge? Deutsche Sprache. Schwere Sprache. So. Gut, da unten ist überhaupt nichts. Nichts. Maybe you could find another way in. Natürlich, mach's mir schwer. Ich glaube, wir müssen einfach mal so... Huch. Nee. Genau. Und sie. Ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen springen. So, leuchtet hier noch irgendwas? Nee. Ja. War eigentlich total schlau, da ich jetzt da so gut hochkomme. Der muss ganz da vorne hin. Das muss wie eine Treppe, muss das gehen. So, dürfte vielleicht funktionieren. Ja. Auf den Hut! Nein! Mädel! Dankeschön. So. Siehst du, da haben wir auch noch was. Oh Gott. Akte von John Van Ries, Nummer 44963. Alias John Mac. Johnny Mac. Hautfarbe weiß. Vergehen. Schickbetrug. Das kann man kaum lesen. Schickbetrug. Straftat der Stufe 0. Strafe 1. Jahr 6. Monate nix. Tage nix. Bußgeld 800. Kosten nichts. Angekommen in der JVA? Wie geil! JVA. Für die, die es nicht wissen, Jugendvollzugsanstalt. Schön. Am 6. Januar 1922 aus St. Clair. Urteilsdatum 11. Dezember 1921, Strafbeginn 26. Dezember 1991, maximale Strafdauer bis zum 6.
Hä, wie geht das denn? Maximale Strafdauer 6. Juli 1923? Maximale Strafdauer 6. Januar 1923, da stimmt irgendwas nicht. Maximale Strafminderung 250 Tage, Beruf Bibelverkäufer, Alter 35. Entscheidung des Berufsausschusses, kann ich nicht lesen. Strafregister 25.04.8. 1385, fest, bla bla bla, kann ich nicht lesen. JVA, wie geil. Huch. Ah. Schau an. Sind wir hier richtig? Oh, scheiße, wir sind richtig. Hier will ich eigentlich gar nicht lang. Nein. Ich will zurück. Bitte. Nö. Oh. Kino. Ich mag kein Kino. Ah, hier ist die Kleine reingekommen. Was tickert hier denn so schrecklich? What are you doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? That's my plan. I've got to convince your mother. She here? No, I snuck out. Oh boy, you're growing up fast. You used to be scared of the dark. But did she really kick you out? Well, yeah, kind of. At the time, I wasn't being very good to her, so I guess I had it coming. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. How much snooping around have you been doing? Yeah, it's gonna star the amazing Vincenzo. He's good, huh? Look, you're really not supposed to be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk. Shh, shh, shh. But... Shh. I got a couple of investors coming here, and they don't like kids much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you... Dee Dee, you have to get out of here. I won't tell Mom you snuck out. Okay, go. Das sieht irgendwie aus wie Pantomime, wenn sie da mit ihrem Vater gesprochen hat. Hey, come on, Silvio. His name is Salvio, so why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. You have to show them the movie. You got him? You're sure? Sure, I'm sure. He's gonna play opening night. Really bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look. I'm gonna need just a little more money to finalize things with Vincenzo. Are you kidding me? What'd you spend that money on, that suit? Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. Zeige ihnen den Film. Den Film, den Film, den Film, den Film, den Film. Zieht man da unseren Kopf? Nein. Erhungsstraf freigeschaltet, Sandsack. So. Hallo, Schatten verlassen. Wow. Ah, so. Oh, you broke my finger. Sprecht dir gleich was anderes. Film ab. Hey, knock it off, Sal. Check this out. Geez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, what? Fuck. Ja. Sorry. Entschuldigung. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Boy, you're in a hurry, huh? She must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta.
just the four of us. Hmm? Okay, but he's not asking, Johnny. He's telling. They're gonna hurt my mom. Uh-oh. Ja, das... Okay. Naja, gut. Auf alle Fälle, ich mache mal Folgenschluss und wir sehen uns ja morgen in Folge Nummer 4. Auch wenn du jetzt gedacht hast, das Video ist komplett zu Ende, hast du dich geschnitten. Ich wollte noch sagen, ich bin nicht nur auf YouTube vertreten, sondern auch auf Twitter und Facebook auf Follow oder Gefällt mir klicken. Je nachdem, der Link ist unten in der verkackten Videobeschreibung direkt über meinem Freund. Und ja, wenn du das gemacht hast, verpasst du absolut kein Video und ja, schau mal vorbei, gell?